der aber leider momentan nicht existiert, wäre natürlich ein Einsatz auf dem Mittelmeer der Migranten konsequent nach Afrika zu bringen. Denn wir sind dagegen, aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen deutsche Soldaten in Konflikte zu entsenden. Man muss ja auch die Opfer würdigen. Ein Soldat, der schwört, sein Leben zu geben, wenn es sein muss. Und da ist es natürlich unsere Aufgabe als Bundestagsabgeordnete, die wir aus dem schönen, warmen Bundestag heraus darüber beschließen, wo wir diese Männer und Frauen hinschicken, dafür zu sorgen, dass wir ihnen nur Aufträge geben, die auch im nationalen Interesse sind. Wenn wir über Afghanistan reden, da debattieren wir ja viel und deswegen habe ich auch schon viele Argumente der Altparteien gehört, warum dieser Einsatz wichtig ist. Man hört denn oft, dass jetzt mehr Mädchen zur Schule gehen oder mehr Frauen zur Wahl. Aber da muss ich ganz klar sagen, dass kein deutsches Kind seinen Vater verlieren sollte, damit irgendwo auf der Welt mehr Mädchen in die Schule gehen. Das ist nicht unser Problem. Erfordert, dass die Bundeswehr noch andere Aufgaben übernimmt als die reine Landesverteidigung, dann sage ich, okay, da gehe ich mit. Diese Aufgaben sind dann aber Grenzschutz, die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit und konsequente Abschiebung. Ja, man liest ja immer mal wieder, damit wir uns alle zu beruhigen und nicht ständig so sauer sind über die Lage in Deutschland, dass es uns wirtschaftlich so gut ginge wie noch nie. Und das stimmt insofern, als dass wir kein Einnahmeproblem haben, sondern eben ein Ausgabeproblem. Man kann jeden Euro natürlich nur einmal ausgeben und ich würde sagen, wir könnten doch zum Beispiel den Migranten einfach mal Sachleistungen geben und keine Geldleistungen mehr. Das Volk wird die Leute, die das vertreten, was sie selber denken, die gehen denn als Vertreter in den Bundestag und ringen um die beste Lösung. So ist es ja nicht. Es geht ja nur noch um Parteitaktik. Und deswegen werden solche Anträge nicht angenommen. Typisches Merkmal für unsere Politik. Unsere Politik nimmt die Sachen nicht wahr. Wenn es irgendetwas gibt, was der Politik nicht gefällt, dann wird das dann sieht man das nicht. Beispielsweise, jetzt kommen wir kurz schwenk zur Innenpolitik, diese doch sehr starke Kriminalität durch Ausländer, durch Zuwanderer, die wird bei uns weggedrückt. Es wird bei uns weggedrückt, das Gewaltpotenzial, das im Islam steckt, wird bei uns weggedrückt. Es wird so getan, als sei alles gut, aber Leider ist es nicht so, und das passt in dieses übliche Schema. Wir wollen die Probleme nicht sehen, denn wenn wir sie sehen würden, dann müssten wir etwas tun. Und was zu tun, das brauchen wir. Wir sind eben nie gefragt worden, wollt ihr diese Zuwanderung? Wollt ihr praktisch ein anderes Volk werden? Das sind wir nicht gefragt worden. Und das müssen wir aber verlangen können, wenn das wirklich Demokratie sein soll. Und wir als AfD sind die Einzigen, die sagen, Volksabstimmung, die Wahrheit kann man eine Zeit lang unterdrücken. Nur lässt sich die Wahrheit nicht auf Dauer unterdrücken. Es kommt heraus, die Menschen sehen, sie sind praktisch von der Politik hinter die Fichte geführt worden. Und das muss aufhören. Das muss aufhören. Inzwischen beneide ich die Polen, weil die eine Führung haben, die Ungarn auch, ja? Weil die eine Führung haben, die sich vor das Volk stellt, vor das deutsche Volk. Helfen Sie bei Freunden, bei Bekannten in der Familie, ich weiß, da gibt es auch Zoff, deutlich zu machen, dass die AfD die einzige Partei ist, die die Dinge klar anspricht.